Über 500 Menschen werden aktuell in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt. Tendenz steigend. Die vierte Corona-Welle, sie ist nicht mehr aufzuhalten. Aber was passiert, wenn ein Krankenhaus voll ist? Dieser umgebaute Überlandlinienbus soll für die Verlegung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten eingesetzt werden. Der Ansturm in den Kliniken ist ungebrochen. Wir kommen aus der vierten Welle aktuell nicht raus und wir brauchen deswegen schnellstmöglich viele Transportkapazitäten, um aus überlasteten Kliniken schnellstmöglich die Patienten in noch Häuser zu bringen, die Kapazität haben. Der Bus steht in Mannheim und kann Covid-Patienten auf längeren Strecken versorgen und gleichzeitig an einen anderen Standort bringen. Die Koordination übernimmt Herwig Grob. Da wird Intensivtransport angemeldet, da wird geguckt, wo ist Kapazität, von wo nach wo können wir verlegen. Dann übers Innenministerium geht es dann an die zentrale Koordinierungsstelle Intensivtransport Baden-Württemberg und die geben den Auftrag raus. Und wir koordinieren dann die medizinische Crew. Dass die Lage ernst ist, weiß auch die baden-württembergische Regierung. Sie kündigte heute strengere Corona-Maßnahmen ab Mittwoch an. Die neue Alarmstufe 2 sieht bei Veranstaltungen und in Bars sowie Clubs die 2G-Plus-Regel vor. Damit haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, die zusätzlich einen negativen Test vorweisen können. Zudem soll es in Hotspot-Regionen ab einer 7-Tage-Inzidenz von 500 nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Ministerpräsident Kretschmann gehen diese Maßnahmen allerdings nicht weit genug. Er sieht den Staat in der Handlungspflicht und plädiert für eine Impfpflicht. Damit nicht die Nachbarn aufeinander losgehen und sich sozusagen gegenseitig attackieren. Eine sagt, ihr grenzt mich aus, ich werde gemobbt und diskriminiert von euch, nur weil ich mich nicht impfen lassen will. Und der andere sagt, wegen euch sind die Intensivstationen voll und euch sollte man gar nicht behandeln. Wir sind der Überzeugung, dass durch solch ein tätiges Handeln des Staates wir nicht nur am schnellsten aus der Pandemie rauskommen und sonst immer in Endlosschleifen das so weitergeht, sondern dass wir da mittelfristig auch die Gesellschaft befrieden können. Handlungsbereit ist der Intensivtransportbus in Mannheim seit heute auch. Bleibt nur zu hoffen, dass sie nicht allzu oft ausrücken müssen.